Angst vor dem telefonischen Erstkontakt, was kann man tun? Ganz einfache Antwort: ganz viele telefonische Erstkontakte haben. 100 Mal zum ersten Mal mit einem potenziellen Kunden telefonieren, dann wirst du merken, es ist halt ein Telefonat. Es mag ein wichtiges Telefonat sein, es mag ein wichtiges Gespräch sein, aber es bleibt ein Gespräch, es bleibt ein Telefonat. Die Angst, die Gedanken, die man so hat, was man sich so vorstellt, sind häufig 1 Milliarde Mal schlimmer als das, was dann tatsächlich passiert. Das sieht man, es weiß jeder, kann das bei sich selbst nachvollziehen und beweisen, wenn man sich vorstellt, wie war das, als ich die Prüfung hatte oder dieses Gespräch privat mit jemandem oder so. Es ist eine heilende Geschichte und nichts Schlimmes, was einem passiert normalerweise. Und so ist es auch in so einem telefonischen Erstkontakt. Da gibt es zwei Arten von Erstkontakt. Die eine ist natürlich, jemanden anzurufen. Nur ganz kurz vorneweg, wir haben bisher noch keine Erfahrung gemacht, telefonisch Erstkontakt im Sinne von Kaltakquise zu machen. Wir denken darüber nach, aber wir haben noch nicht on scale 500 oder 1000 Unternehmen angerufen und versucht, mit Marketingentscheidern oder mit Marketingmanagern zu sprechen und herauszufinden, ob sie Interesse an der Zusammenarbeit hätten. Wir denken darüber nach. Aber es gibt ja auch so den telefonischen Erstkontakt. Nämlich, eigentlich gibt es zwei Arten davon. Die erste ist, du wirst angerufen, Kunde ruft bei dir an, potenzieller Kunde, und sagt: Mein Name ist Müller, ich habe deine Website gefunden, du wurdest empfohlen, was auch immer, und ich würd gerne mit dir zusammenarbeiten oder halt herausfinden, ob wir zusammenarbeiten könnten. Das ist angerufen werden tatsächlich, oder selber eben anrufen. Wenn mich jemand angeschrieben hat, bitte rufen Sie mich bezüglich einer Zusammenarbeit zurück, oder jemand mich empfohlen hat und mir jemand sagt, ruf den und den mal an, der wartet auf deinen Anruf oder was auch immer, dann gehe ich aktiv in die Sache. Und da, genau dort ist auch der Unterschied. Es gibt dieses aktive Gespräch, dieses, wenn ich jemanden anrufe, kann ich mich vorbereiten, kann ich aktiv das Gespräch lenken und deutlich mehr Informationen und Mehrwert mitbringen, um auch das Gespräch aktiv zu lenken tatsächlich. Und wenn mich jemand anruft, ist es wahrscheinlicher, dass es eher passiv und reaktiv wird, weil ich unvorbereitet in das Gespräch gehe und reagieren muss, sehr viel. Und genauso würde ich es auch handhaben. Das heißt, wenn ich tatsächlich jemanden anrufe, würde ich mir auch die Zeit nehmen, ob das 5 oder 15 oder 30 Minuten sind oder einen ganzen Tag, um mich wirklich gut auf dieses Gespräch vorzubereiten, zu verstehen, wer ist mein Ansprechpartner, wer ist das Unternehmen, in dem er arbeitet, was für eine Rolle spielt dieses Projekt für ihn, was braucht er überhaupt, was ist er für ein Typ, was ist er geschäftlich für ein Typ, was ist er privat für ein Typ und, um mir das Ganze möglichst plastisch vorzustellen und tatsächlich diesen Menschen vor mir zu haben, den ich dann anrufe, und auch diesen Fall, um den es geht. Das ist das eine. Das andere ist, je öfter ich das mache, je öfter ich Gespräche habe mit jemandem, den ich aktiv angerufen habe, desto mehr Übung habe ich natürlich auch dafür, wenn jemand mich aktiv anruft, weil ich deutlich mehr Erfahrungswerte gesammelt habe. Sich so richtig auf einen passiven Anruf vorzubereiten, wird nicht möglich sein. Aber man muss es im Endeffekt einfach machen. Und normalerweise, meine Erkenntnis aus den letzten 7, 8, 9 Jahren Selbstständigkeit oder Tätigkeit als Unternehmer, ist, man hört eigentlich hauptsächlich zu. Also jemand, der anruft, hat vielleicht zwei oder drei Fragen, möchte aber selbst sehr viel erzählen. Und wenn man selber diese zwei oder drei Fragen standardmäßig immer dabei hat, wird man sehr, sehr viel zu hören bekommen und sehr wenige Fragen erstmal halten. Und dadurch hat man auch dieses passive, reaktive Erstgespräch deutlich mehr unter Kontrolle.